Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne euch die Masken von Dalton vorstellen und mein Ranking quasi auch dazu. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt sehr viele Masken bei Dalton, das wusste ich gar nicht. Also das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe mich da letztens noch so ein bisschen mal etwas intensiver durchgetestet, um das mal so zu sagen. Und habe dann hier auch meine Masken liegen, die ich euch einfach gerankt vorstellen möchte. Wer mich schon länger kennt, weiß ganz genau, was auf Platz 1 sein wird. Aber wir schauen mal, was auch dazwischen sein wird, okay? ja, ihr könnt diese Woche mit Beauty Claudi 20% auf das komplette Sortiment bei Dalton sparen. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal ein Special-Video nur mit Dalton-Produkten am Start. Wir starten mit einer Maske, die auf dem 8. und letzten Platz gelandet ist. Die ich leider ausprobiert habe ein paar Mal und auch von der Wirkung her super finde, aber leider mag ich die Goldglitzerpartikel auf meinem Gesicht nicht ganz so gerne. Ja, ich rede von der Kaviar- und Goldmaske. Das ist eigentlich eine super coole Maske, die so das Pendant zu meiner Lieblingsampulle, der Kaviar Deluxe Ampulle ist. Ja, aber ich mag, wie gesagt, den Schimmereffekt nicht. Ich liebe es, was diese Maske mit meiner Haut macht, genauso wie die Ampulle auch, macht sie wirklich eine Perfektionierung, ne? Und das sieht wirklich klasse aus, wenn dieses Goldschimmergedönsen nicht wäre. Tatsächlich ist es so gewesen, dass ich mir diesen Goldschimmer abgewaschen habe, als ich sie verwendet habe, was natürlich jetzt nicht so zielführend ist, ne? Weil ich meine, da ist extra Gold drin. Ja, ist eine schöne Maske. Wer es mag, diesen Goldschimmer auf dem Gesicht zu haben, go for it. Ich weiß, dass viele meiner Kolleginnen halt auch mega drauf abfahren und sie auch super gerne als Grundlage für ihr Make-up verwenden. Ich bin da leider nicht so ganz so von überzeugt. Dann kommen wir zu der nächsten Maske auf Platz 7. Ja, die gut ist, also die Masken, die ich hier habe, finde ich alle gut und die mag ich auch super gerne, aber alle halt auf eine andere Art und Weise. Genau, auf Platz 7 befindet sich der Natural Korrekteur, die Crememaske Vitamin Regeneration. Das ist diese hier. Die habe ich jetzt relativ neu auch in Anwendung genommen, auch schon das ein oder andere Mal verwendet, aber ich finde sie nicht so gut wie die Masken, die ich tatsächlich schon da habe. Das ist auch mit dem alten Design eine Maske, was per se ganz hübsch aussieht, aber mittlerweile sieht das Ganze etwas fancier aus. Sie riecht relativ neutral, also sie hat gar nicht so diesen Spa-Duft und sie sieht auch gar nicht so nach Spa aus. Was sie macht, ist ganz cool, ne? Sie regeneriert die Haut in dem Sinne, dass sie auch so ein bisschen meine Haut chillt. Also, dass sie halt, wenn ich die morgens verwende und ich habe irgendwie vielleicht eine verrückte Nacht gehabt und habe dann irgendwie eine Rötung im Gesicht, die sich entwickelt hat oder keine Ahnung, wenn man jetzt eine Haut hat, die auch zu Rötung generell neigt mit Kuperose oder sowas, ne? Oder Rosacea, dann ist diese Maske halt wirklich toll, weil die wirklich beruhigend ist. Dann haben wir auch noch Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, glaube ich auch noch, ACE, wie so ein ACE-Saft, keine Ahnung, hier mit drin. Aber ich finde sie halt nicht so gut wie die Masken, die gleich noch kommen. Trotzdem finde ich sie gut, ne? Also das ist auch eine Maske, die ich auch aufbrauchen werde, die ich euch auch in meinem Aufgebraucht-Video reviewen werde und die auch wirklich positive Worte dann von mir bekommen wird. Ja, also definitiv eine schöne Geschichte, aber ja. Es gibt halt noch schönere Sachen. Zum Beispiel gibt es die Q10 Energy Boost Maske. Die ist 1A für morgens geeignet. Das, was ich hier so ein bisschen nervig finde, was eigentlich auch so, ne, in dieser Maske halt ja, den Effekt hervorbringt, du darfst sie schon mit dem Pinsel auftragen, aber dann hat sie nicht so die Wirkung, weil du musst sie auf dem Gesicht verreiben. Denn wir haben hier drin so rote Pünktchen, die aufplatzen möchten und die dann entsprechend dann auch die Wirkstoffe beinhalten und das dann auch aufs Gesicht abgeben. Also die musst du schon mit dem Finger auftragen, das macht Sinn. Aber ich mag das halt gerne mit dem Pinsel, das hat halt für mich so diesen fancy Spa-Effekt, ne? Und ja, sie ist schön, sie macht auch ein schönes Hautbild und ein Hautgefühl, sie belebt und hat halt auch dadurch diesen Anti-Aging-Wirk-Effekt für mich, ne? Aber da finde ich gleich eine andere noch ein bisschen schöner, ne? Aber sie ist definitiv auch berechtigt, weiterverwendet und aufgebraucht zu werden. Dann kommen wir zu etwas, wenn es dazu übergeht, dass ich Rötungen bekomme, dass ich Pickelchen bekomme zum Beispiel. Hier entwickelt sich gerade irgendwas, was da nicht hingehört. Da wird heute Abend auf jeden Fall diese Maske ins Spiel kommen. Und zwar ist das die wunderschöne Anti-Pickel-Maske, die grüne. Da sieht sie aus wie Hulk mit, ne? Die Anti-Pickel-Tuchmaske, so heißt die auch wirklich, Face Care Clear Skin für unreine Haut.
ist auf Platz 5 gelandet bei mir. Eben, weil sie nicht schlecht ist, aber weil sie definitiv noch bessere Geschwister hat hier am Start. Und ich sie halt nicht so super häufig verwende. Ich verwende die normalerweise, wenn ich halt so Hormonschwankungen habe zum Beispiel. Ne? Da macht die auch durchaus einen schönen Effekt. Und sieht halt auch total witzig aus mit ihrem Grün. Für unreine Haut wirklich gut geeignet. Aber was noch besser für unreine Haut geeignet ist, weil die halt auch irgendwie noch so ein bisschen mehr mit drin hat, finde ich persönlich, ist die Oyster Mask. Das ist nämlich auch eine Maske, die für Mischhaut super geeignet ist. Da ist ja die komplette Oyster-Reihe auch für geeignet. Ne? Und hier haben wir wirklich eine Maske, die ich auch schon so oft leer gemacht habe. Das ist jetzt noch eine neue, glaube ich, ja. Die ist halt auch richtig klasse, weil sie die Haut... Wie soll ich das sagen? Sie macht die Haut wirklich rein und wenn du die abwäschst, fühlt sich das auch richtig toll im Gesicht an, aber es trocknet die Haut nicht aus. Und das mag ich bei der Maske wirklich gerne. Die entfernt überschüssiges Hautfett und so, halt richtig, richtig angenehm. Und das verwende ich halt, wenn so eine richtige Mr. Fred Ausflugsfamilie in meinem Gesicht unterwegs ist. Ne? Also das ist schon Kabitjes dahinter. Es ist eine wirklich tolle Maske, eine der ersten Masken, die ich auch von Dalton ausprobiert habe. Und die auch wirklich cool ist. Auf Platz 3 tatsächlich gelandet sind die Hydrogel-Augenpatches. Die sind total genial. Das Einzige, was ich hier auszusetzen habe, ist die Verpackung. Denn ich persönlich hätte es am liebsten, wenn wir entweder in einer so einer Verpackung mehrere von diesen Patches drin haben oder wenn wir ein Pöttchen bekommen. Weil das ist weniger Müll und so weiter. Ne? Und ich finde es halt einfach praktischer und es ist auch platzsparender. Aber gut, ich nörgel da immer wieder drüber. Denise weiß Bescheid. Trotzdem liebe ich die Wirkung davon, denn das ist so ein richtig schönes Bügeleisen für meine untere Augenpartie. Die macht schön die Knitterfältchen weg und wenn ich irgendwas an dem Tag vorhabe und schlecht geschlafen habe, gönne ich mir die. Die macht auch, dass die Augenschatten weggehen. Die macht halt wirklich alles einfach schön unter den Augen und das finde ich wirklich empfehlenswert. Ja, ist jetzt auch die einzige Augenmaske, die ich hier habe, ne? Denn das ist die einzige Augenmaske, die Dalton im Sortiment hat, aber wirklich empfehlenswert und sehr, sehr, sehr effektiv. Richtig toll. Auf Platz 2 habe ich eine Maske, die klärt, aber auch irgendwie glättet. Also sie macht magische Dinge. Deswegen heißt sie auch Magical Effect, die klärende Schönheitsmaske. Du hast danach wie so ein Weichzeichner über dein Gesicht gelegt bekommen. Die ist so schön verfeinernd und die ist porenverfeinernd und gleichzeitig auch reinigend. Nicht so reinigend wie die Oyster-Maske tatsächlich, aber so für den generellen Alltag ist die halt gut geeignet, ne? Hat aber auch ein super erfrischendes Gefühl und also meine Haut fühlt sich danach auch wirklich wie magisch an. Ich habe das auch immer mal wieder euch gezeigt, auch den Effekt, ne? Vorher-Nachher-Effekt und so. Du hast wirklich dadurch ein verbessertes Hautbild und wenn du die regelmäßig anwendest, du merkst es. Du merkst es und du siehst es und dein Umfeld wird es auch sehen und ich kann euch die wirklich ans Herz legen. Die hat einen Duft mit dabei, die riecht wirklich nach Spa und ist einfach großartig. Aber es ist nicht so, dass es reizen würde oder dass es in den Augen irgendwelche, ne? Nö, mega. Also ich finde die wirklich ganz, ganz toll und mag die sehr, 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 sehr gerne. Die kommt auch normalerweise, genau, da ist auch ein Spatel mit drin, ne? Kommt mit dem Spatel auch um die Ecke. Und die ist absolut zu Recht auf Platz 2 bei mir. Ich habe jetzt hier mein Backup und das ist ein ganz tolles Produkt, ja. So, und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsprodukt, was jeder von euch, der meinen Kanal schon das ein oder andere Mal verfolgt hat, gesehen hat. Das ist die Hydrogel-Gesichtsmaske, die blaue von Dalton, ne? Hydrolift, nicht Hydrogel, Entschuldigung. Facecare Hydrolift Biozellulose-Maske. Das ist wie ein Saugnapf auf deinem Gesicht, die gibt Feuchtigkeit, die macht einfach ein geglättetes Hautbild, eben dadurch, dass sie die Fältchen aufpolstert. Du kannst diese Maske bis zu 3-mal verwenden. Du kannst diese Netze, die mit dabei sind, um halt die Maske nicht aneinander pappen zu lassen, auch super verwenden, um sie zum Beispiel auf dein Dekolleté zu geben. Ne? Das ist wirklich toll. Ihr müsst da echt, also ihr könnt euch die richtig toll gönnen. Und ich mag sie so, so gerne. Ich habe sie von Anfang an geliebt und hier steht drauf, erfrischend, straffend, glättend. Ja, das ist genau das, was es beschreibt, was diese Maske machen soll. Sie macht es. Und falls ihr mal irgendwann überlegt, bei Dalton etwas zu bestellen, um meinen Code BEAUTYCLAUDY für 20% Rabatt zu verwenden, der jetzt diese Woche gültig ist, nur mal by the way, dann empfehle ich euch, die einfach mal mitzubestellen. Ihr gönnt euch damit wirklich ein tolles Spa-Erlebnis. Wenn ich normalerweise drüber nachdenke, so eine Spa-Behandlung in einem Spa selber, ne, was es kostet,
ist es ganz schön, dass man die Produkte von Dalton hat, um das eben auch zu Hause zu haben. Wenn ihr euch den ultimativen, krassen Kick geben wollt, gönnt ihr euch erstmal die klärende Schönheitsmaske, nachdem die eingewirkt und abgewaschen ist, die drüber. Oh mein Gott, habt ihr danach eine extrem schöne Haut. Also, wenn ich persönlich irgendwie was richtig Schönes vorhabe, zum Beispiel als Hochzeitsgast eingeladen bin oder so, oder für Weihnachten oder für einen Geburtstag oder so, ne, für irgendwelche schönen Veranstaltungen, mache ich das nämlich genau in der Reihenfolge. Erst die klärende Schönheitsmaske und dann die Hydroliftmaske und dann hast du wirklich eine tolle Haut, ja. Das waren jetzt die 8 Masken, die ich von Dalton schon mal ausprobiert habe und wo ich euch ein bisschen was zu sagen konnte. Ansonsten würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist. Mit den ganzen Hauls nehmen wir mal, ne? Ja, hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!